Weißt du... Ich bin ganz deiner Meinung. So, was wollte ich denn sagen? Du magst keine romantischen Abende und den Kerzenschein als Liebesauftakt. Du kannst dir wirklich Gedanken lesen. Ich habe dich unterbrochen. Es ist gar nicht so lange her, da war so ein Abend für mich undenkbar. Für mich auch. Und jetzt mache ich mir Vorwürfe, diesen so grausam zubereiteten Hummer gegessen zu haben. Ein schlechtes Gewissen kann ich nicht mit dir teilen, wenn du darauf hinaus willst. Ach, du meinst, die Tierchen würden keinerlei Schmerzen erleiden, wenn man sie in kochendes Wasser... Schluss jetzt damit! Bestell dir doch das nächste Mal Froschschenkel. Hast du wirklich gedacht, wir beide würden nie wieder zusammenkommen? Es war ziemlich unwahrscheinlich, ja. Aber einen winzig kleinen Funken Hoffnung hatte ich dennoch. Zum Teil wegen Samantha. Möglicherweise auch deswegen, weil ich dich wirklich sehr liebe. Es hat beide seine Rolle gespielt. Jedenfalls sind Gina und Sunny für immer verschwunden. Nur darauf kommt es an. Falsch, Anna ist übrig geblieben. Also, wenn du auf die Annullierung der Ehe anspielst... Ich spiele darauf an, wie wir die Annullierung durchsetzen. Mach dir darüber keine Gedanken. Wir verfolgen doch dasselbe Ziel. Oh, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wir beide wollen so schnell wie möglich heiraten, stimmt's? Mhm. Also müssen wir meine Ehe mit Gina annullieren. Und der einfachste Weg, damit durchzukommen, ist dafür zu sorgen, dass CC sich von Brandon fernhält. Wir müssen das Thema schon wieder wechseln. Ich will mir diesen schönen Abend nicht verderben. Da bin ich ganz deiner Meinung. Du hast ja recht. Du hast ja so recht. Ich habe eine Idee. Gut. Hör auf damit, so zu tun, als ob du immer wüsstest, was ich sagen will. Eine gute Idee. Sie ist sehr gut. Wart's ab. Wirklich? Jetzt bin ich aber gespannt. Ich schlage vor, dass wir zahlen und dann von hier verschwinden. Und uns irgendwo in der Nähe ein Motel suchen. Naja, du weißt schon. Ja, gerne. Nur nicht heute Abend. Hast du eine bessere Idee? Nimm's nicht persönlich, weißt du, ich bin grundsätzlich der Auffassung, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Acht Jahre. Kannst du dir vorstellen, wie lange ich auf diesen Tag gewartet habe? Und mir immer wieder überlegt habe, wie ich reagieren würde, wenn ich dich wiedersehe. Tja, jetzt, wo es soweit ist, gerate ich ins Schwanken. Ich habe nicht mehr mit dir gerechnet. Ich musste zu dir kommen. Ich möchte, dass niemand hier erfährt, was zwischen uns gewesen ist. Willst du damit sagen, dass du jetzt in Santa Barbara lebst? Ja, allerdings. Ich wollte noch mal von vorn anfangen, bin glücklich verheiratet und ich beabsichtige, es zu bleiben. Du, ein Priester. Ein Scheinheiliger bist du ja schon damals gewesen. Laura, warte, du hast ja keine Ahnung. Lass mich wenigstens erklären. Dafür hattest du genug Zeit. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es tut mir leid. Lass mich bitte in Ruhe. Wo bist du gewesen? Ich habe übertrieben reagiert, ich weiß. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Was hast du erwartet? Dass ich jetzt erleichtert bin, weil du mit deiner kleinen Schülerballprinzessin tatsächlich nie geschlafen hast? Das Gegenteil ist der Fall. Du redest doch Unsinn. Wenn du das glaubst, irrst du dich aber, mein Lieber. Ich gehe ins Krankenhaus, ich muss arbeiten. Das ist wieder mal typisch für dich. Abhauen. Du machst es dir einfach. Na schön, dann bleibe ich. Diskutieren wir darüber. Sag, dass ich mir die sehnsüchtigen Blicke nur eingebildet habe, das traurige Lächeln. Die unausgesprochenen Aufforderungen, die zärtlichen Momente, die euch verbunden haben, das war von Anfang an deutlich zu sehen. Sei unbesorgt, damit ist es jetzt vorbei. Ach, dann gibst du zu, dass es keine Einbildung war. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube nicht, dass Celeste zurückkommt. Hast du mit ihr gesprochen? Was hätte ich ihr denn deiner Meinung nach sagen sollen? Hör zu, Celeste, stell dir mal vor. Heather hat dir, großzügig wie sie ist, eine neue Stelle besorgt. Sie will dich aus meiner Nähe haben. Sandra! Sandra! Hey!
schon gut. Danke. Gut, dass ich eine Taschenlampe habe. Die Augenbinde ist wohl nicht mehr nötig. Hier drin ist sowieso kaum was zu erkennen, bis jetzt jedenfalls. Wo sind wir? So habe ich mir die Enthüllung nicht vorgestellt. Na, wollen mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Rühr dich nicht von der Stelle. Keine Sorge, Mason. Ah, es wäre Licht. Wunderbar. Haben die Jungs also doch schon den Strom eingeschaltet, was? Da verlasse ich mich auf dich. Ich kann noch nichts sehen. So soll es ja auch sein. Also, bist du bereit? Das stelle ich noch in Zweifel. Einen letzten Wunsch? Dreh mich dreimal herum und dann gib Acht auf deine Vorderseite, deine Rückseite, denn beide gehören mir. Voila. Jetzt erblicke die Hallen der Gerechtigkeit. Oh, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die neue Kanzlei von Capwell und Capwell. Oder Capwell und Capwell, wenn du Wert auf die richtige Reihenfolge legst. Das hat wirklich Stil. Mhm. Kein übles Plätzchen für die Zeit von 9 bis 5. Was haben wir denn hier? Na sowas. Unsere Büros stimmen haargenau überein. Meins ist gegenüber. Deins ist aber größer. Um wenige Zentimeter. Ich habe es selbst ausgemessen. Willst du mit mir tauschen? Nein, das kannst du bei einer anderen Gelegenheit wieder ausgleichen, Schatz. Bist du zufrieden? Ich bin mehr als zufrieden. Oh, das ist gut. Der Schreibtisch unserer Sekretärin ist perfekt platziert, nämlich zwischen deinem und meinem Büro. Folglich kann sie uns als Schiedsrichterin behilflich sein, falls es mal vorkommen sollte, dass wir jeweils die gegnerische Partei vertreten. Was sie unbedingt beherrschen muss, sind neben Schreibmaschine und Diktat noch Kampfsportarten. Champagner! Oh. Ja, der ist nur für dich bestimmt. Ich finde, in diesem Fall sollten wir ausnahmsweise unser Büro für etwas Amüsanteres als Arbeit und Rechtsstreitereien benutzen. Nein, dafür brauchen wir kein Büro. Da wäre ein Boxring angebrachter oder gleich eine Kampfarena, aufgefüllt mit Schlamm. Es soll ja tatsächlich Frauen geben, die sich dafür splitterfasern. Schon gut, ich weiß, dass du auf Schlammcatcherinnen stehst. Würde es dir was ausmachen, wenn ich für einen Moment unterbreche und zur Abwechslung was Ergreifendes sage? Ganz im Gegenteil, dann muss ich es nicht tun. Diese Anwaltskanzlei symbolisiert gleichberechtigte Partnerschaft und gute Freundschaft. In allen Lebensbereichen. Auf unsere Liebe, auf unser Kind und auf die Pflichtverteidigung. Ich kann mir keine bessere Vereinigung von Geschäft und Vergnügen vorstellen. Ich, ja! Julia! Hör auf! Mit dir zusammenzuarbeiten! Ist dir klar, dass das ein 62er Sitter-Label ist? Oh. Der beste Jahrgang, um dieses Büro einzuweihen. Eigentlich hatte ich an eine ähnlich bourgeoise Methode gedacht, meins zu kaufen, du verstehst. Einspruch. Die Klage wird abgewiesen, es sei denn natürlich, der Vertreter der Anklage möchte die Verhandlungen an einen angemessenen Ort verlegen, zum Beispiel auf die Couch in seinem Büro. Ein Wechsel des Verhandlungsortes zu so später Stunde kommt nicht in Frage. Wenn es im Gericht beliebt, möchte die Verteidigung darauf aufmerksam machen, dass diese harte, kalte, gläserne Schreibtischplatte unbequem ist. Einspruch abgewiesen. Oh, stattgegeben. Ich hatte auf ein Zeichen gehofft. Aber ist es das? Was hat es zu bedeuten? Muss ich erst ein für alle Mal mit meiner Vergangenheit fertig werden, bevor ich mich neuem zuwende? Sag, Herr,
Wieso ist Laura wieder hier? Mike, der Junge ist tot. Wo bleibt der Notarzt? Wie lange dauert das bloß? Begreif doch, es ist zu spät. Der Junge lebt nicht mehr. Es ist nicht deine Schuld, Mike. Was habe ich getan? Wessen Schuld ist es dann, verdammt? Jamie! Jane! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh nein! Oh, oh bitte nicht! Oh, 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 oh. Jamie! Jamie! Was ist passiert? Was? Wer hat ihn umgebracht? Du. Oh nein, Jamie. Oh nein. Komm schon. Sagen Sie, ihr Castillo hätte angerufen. Sie hat die Nummer. Ja, danke. Julia ist nicht da. Ich habe ihrem Babysitter eine Nachricht hinterlassen. Wieso rufst du nicht die Polizei an? Weil ich den Verdacht habe, dass ein Polizist darin verwickelt ist. So wie der Knopf, den wir bei den Babysachen gefunden haben, untersucht worden ist, wissen wir mehr. Ist Julia die Einzige, der wir trauen können? Jedenfalls so, wie es im Moment aussieht. Cruz, setz dich doch, dann kann ich deine Wunde versorgen. Das ist nicht weiter schlimm, es gibt Wichtigeres zu tun. Ich bitte dich, du blutest. Wir müssen uns überlegen, wo wir dich am sichersten unterbringen, damit... Setz dich bitte hin! Ah, das tut weh. Okay, ist gut, bist du fertig? Nein, einen Augenblick noch. Weißt du schon, wo ich bleiben könnte? Julia wird schon was einfallen. Wir müssen damit rechnen, dass er es ein zweites Mal versuchen wird. Da kannst du sicher sein. Kannst du dir vorstellen, wer das sein könnte? Nein, aber ich wette, dass es derselbe Mann ist, der Catherine getötet hat. Er wird jeden zum Schweigen bringen wollen, der etwas über Adriana weiß. Hey. Jetzt ist aber gut. Okay? Danke. Cruz, wenn du nicht nach mir gerufen hättest, wäre ich jetzt tot. Du hast mir das Leben gerettet. Das war doch nun wirklich das Mindeste. Jetzt packen ein paar Sachen zusammen. Ist gut. Ich verstehe nicht, warum du deshalb so einen Aufstand machst. Ach so, es war nur Sex, stimmt's? Es war nicht einmal das. Ja, aber ihr habt es doch vorgehabt. Das ist völlig verrückt. Ich habe nicht mit Celeste geschlafen und dafür soll ich mich schuldig fühlen. Es geht doch nicht darum, was du damals getan hast. Hätte ich es vielleicht tun sollen? Ja, genau. Dann wäre das Thema wenigstens erledigt. Ich hab's nicht getan. Was ist das ja gerade? Versteh das doch. Ich weiß nicht mehr, was in dir vorgeht. Versteh doch, ich bin verunsichert. Meine Zweifel werden immer bleiben. Zweifel woran? An meinen Gefühlen? Überleg mal, vorausgesetzt, du hättest mit Celeste geschlafen. Inwiefern hätte das deinen Lebenslauf verändert? Kannst du nicht aufhören, dir darüber Gedanken zu machen? Nein, und dir geht das doch auch dauernd durch den Kopf. Ich hätte keinen Gedanken daran verschwendet. Ach ja? Das glaube ich dir sogar. Aber frag mal Celeste, welche Bedeutung das Ganze für sie hat. Was muss ich machen, damit das Ganze ein Ende hat? Glaub mir, wenn ich eine Ahnung hätte, würde ich es dir bestimmt verraten. Ich weiß nicht, wieso ich nicht früher dahinter gekommen bin. Fest steht, dass sie dich liebt und nur darum ist sie hier. Deine Bedenken sind völlig unbegründet. Hör auf, dich selbst zu quälen. Ich kann es aber nicht ändern. Versuch es wenigstens. Wieso ist das überhaupt so wichtig für dich? Entscheidend ist, was du für mich empfindest und dass ich nur dich liebe. Ich weiß wirklich nicht, was du willst.
Ich weiß es auch nicht, Scott. Ich weiß es nicht. Wenigstens reden. Verschwinde, ich will nichts mehr mit dir zu tun. Warum bist du dann zurückgekommen? Denkst du, ich bin freiwillig hier? Du kannst nicht herkommen und von mir erwarten, dass ich so tue, als wäre das nicht passiert. Alles, was ich von dir verlange, ist, dass du dich ein einziges Mal wie ein Ehrenmann verhältst. Es gibt viel, worüber wir reden müssen. Es gibt nichts zu reden, ich wüsste nicht, worüber. Du gehst vielleicht davon aus, dass Gott dir vergeben hat. Ich habe dir jedenfalls nicht vergeben und das wird auch nie geschehen. Ich mir selbst auch nicht. Glaubst du, dass mich das beeindruckt? Laura, du hast ja keine Ahnung, wie oft ich versucht habe, mit dir Kontakt aufzunehmen. Ich hatte gehofft... Du hattest gehofft. Das bringt es auf den Punkt. Habe ich nicht recht? Wie konnte mein Sohn so unverfroren sein, in deine Kugel zu laufen? Habe ich recht? Laura, ich bitte dich, vergib mir. Du bist nicht einmal zu James' Beerdigung gekommen. Lass mich zufrieden, Michael. Ich bin hier mit meinem Mann verabredet. Ich möchte, dass du mich in Zukunft nicht mehr belästigst. Ein für alle Mal. Tut mir leid, dass du warten musstest. Ich bin selbst eben erst gekommen. Ach ja, was hast du denn so gemacht? Nichts Besonderes. Was ist mit dir? Wie fühlst du dich als Bezirksstaatsanwalt? Wie war dein erster Tag? Nun, abgesehen davon, dass ich anscheinend wie ein toter Mann aussehe. Wie die hiesige Version von Jack the Ripper, war mein Tag eigentlich ziemlich ereignislos. Aber das wird sich ändern. Ich werde Santa Barbara auf den Kopf stellen, denn diese Stadt will es einfach nicht anders. Unsere Sorgen sind jetzt vorbei. Was ist mit dir? Tja, ich weiß, der Umzug kam unverhofft und war ziemlich traumatisch. Schaffst du es, mit der Umstellung fertig zu werden? Ich werde es schon hinkriegen. Schön. Bevor wir das... Du weißt schon, das Wiederholen, rufe ich mal Mrs. Cobb an. Ich will nur schnell hören, wie es Samantha geht. Hallo, ich bin's. Oh, gut. Das hat sie gemacht? Was? Oh, gut, sagen Sie ihm, ich komme sofort, ich ziehe mich nur schnell an. Ich meine, ich ziehe ein paar Kopien. Ah ja, ist gut. Bis dann. Ja? Ich komme sofort, wohin? Cruz hat eine Nachricht hinterlassen. Ich muss zu ihm. Und was ist mit mir? Wie stellst du dir das vor? Ach, tut mir leid. Schade. Da geht unsere schöne Party dahin. Ja, leider. Worum geht's denn? Kann das nicht bis morgen warten? Mrs. Cobb sagt, er wäre ziemlich aufgeregt gewesen. Scheint wichtig zu sein. Oh je. Unsere gemeinsame Kanzlei ist wie ein Traum, der wahr geworden ist. Ja, das ist er wirklich, aber du bist mein größter Traum. Sag mal, weißt du, wo mein... Ich halte so lange das Sofa warm. Danke. Bis später, mein Traum. Nicht übel, mal kosten, wie es schmeckt. Sprocket, hast du Champagner, was beweisen würde, dass er wieder da ist, wo er hingehört? Auf mein Wohl. Nanu, Sie sind ja noch hier. Sie doch auch. Ja, ich musste noch etwas Wichtiges erledigen. Ach ja, ich auch.
So spät noch? Darf ich fragen, was? Ich habe vor zu kündigen und deshalb habe ich Scott noch einen Brief geschrieben. Ich nehme doch den anderen Job, den Sie mir liebenswürdigerweise besorgt haben. Oh, das freut mich für Sie. Aber arrangiert habe ich doch. Doch, haben Sie, und den Grund dafür kenne ich auch. Ich kann es Ihnen noch nicht einmal verdenken. Wahrscheinlich hätte ich genauso um ihn gekämpft. Doch bestimmt nicht so falsch und unbarmherzig wie Sie. Ach, kommen Sie, Celeste, soll ich Ihnen mal was sagen? Nein, nicht nötig, vielen Dank. Na schön, aber eine Frage noch. Ich möchte wissen, was Sie hier vorhatten. Sagen Sie mir, was wollten Sie in Santa Barbara? Ich weiß es nicht. Ich hatte keinen bestimmten Grund. Vielleicht waren es viele Gründe. Was für eine Antwort? Wenn es Sie beruhigt, wegen Scott bin ich nicht hier. Wenn es so wäre, würde ich sicher nicht kündigen. Erzählen Sie mir doch nichts. Sie haben sich was ausgerechnet. Das war für jedermann zu spüren. Ich mochte Scott, ja. Mehr als das. Sie haben sich um ihn bemüht. Und wenn es anders gelaufen wäre... Aber ist es nicht. Leider. Scott ist in Sie vernarrt. Aber Ihre Bedenken sind nicht unbegründet. Ich rate Ihnen, gut aufzupassen. Denn so etwas hält die stärkste Beziehung nicht aus. Glauben Sie mir, sie geht kaputt. Wovon reden Sie eigentlich? Von Ihrer Eifersucht. Das Einzige, was zwischen Ihnen und Scott steht, ist Ihre Eifersucht. Und da war auch nie etwas anderes. Witwe Clicquot gegen Moschado befindet das Hohe Gericht, dass Ignoranz nach dem Gesetz keine Entschuldigung ist. Woraufhin sich eine äußerst brisante juristische Frage auftut. Was ist der Unterschied zwischen Ignoranz und Apathie? Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen Fahrstuhlführer gibt. Tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass noch gearbeitet wird. Wenn Sie wüssten, Sie sind meine erste Klientin. Also erzählen Sie mal, was haben Sie auf dem Herzen, Miss... Di Napoli, Lisa Di Napoli. Miss Di Napoli, Lisa Di Napoli, ein höllischer Name. Haben Sie auch einen Vornamen? Nennen Sie mich Lisa. Ich habe Ihre Annonce in der Zeitung gelesen und ich will mich um den Job bewerben. Ist das Ihre Art, mitten in der Nacht zu Vorstellungsgesprächen zu erscheinen? Ich hinterlasse gerne abends meine Bewerbung, um den anderen zuvorzukommen, weil sie dann als erstes auf dem Tisch landet. Wieso legen Sie sich nicht selbst nachts vor die Tür? Dann stehen Ihre Chancen noch besser. Sie erinnern sich nicht mehr an mich, nicht wahr? Wie könnte ich Sie vergessen? Ich weiß sehr wohl, wer Sie sind. Ich erinnere mich gut. Und woher kennen Sie mich? Sagen Sie es. Vom Skifahren in St. Moritz. Mhm. Ich glaube, es war auf einer Safari in der Serengeti. Badeurlaub auf Bali? Dachte ich's doch. Oh, sehen Sie, hätte ich's doch glatt vergessen. Ich weiß, wir sind damals bei der Everardo-Klinik aneinander geraten. Ich war der Schuft, der doch glatt mit seinem Mercedes auf dem Fußweg geparkt hat. Es hat ganz schön lange gedauert, bis es Ihnen wieder eingefallen ist. Ich hoffe, Sie sind mir nicht mehr böse. Vielleicht schaffe ich das wieder gut zu machen. Wenn das so ist, dann gehe ich jetzt lieber. Warten Sie, was wird aus unserem Vorstellungsgespräch? Sie wollten doch die Erste sein. Wenn Sie bleiben, werde ich keine weiteren Gespräche führen. Wenigstens nicht heute Nacht. Es sei denn, Sie gehen. In dem Falle würde ich mich sofort auf den Weg machen und mich nach einer geeigneteren Sekretärin umsehen. Verzeihen Sie, führen Sie Ihre Geschäfte immer auf so unkonventionelle Weise, Mr. Capwell? Oh, das haben Sie sehr gut bemerkt. Ja, allerdings. Und nebenbei gesagt, erwarte ich das auch von meinen Angestellten. Das dürfte eine meiner leichtesten Übungen sein. Können Sie mit mir Schritt halten? Ja, mit verbundenen Augen, mit bandagierten Knien und zwei Nautilus-Maschinen auf meinem Rücken. Ihr Selbstbewusstsein kriegen wir schon noch hin, keine Sorge. Können Sie Schreibmaschine? So weit, so gut. Danke. Jeder brave Junge verdient etwas Süßes. Jeder lümmelhafte Boss verdient... Und ich wette, dass Sie es ihm erbarmungslos geben, ne? Ach, ich tue nur meinen Job. Regel Nummer eins. Seien Sie niemals komischer als Ihr Boss. Dann bedeutet das, ich kriege den Job? Sie fangen morgen früh 8:55 an, klar? Und bis dahin könnten Sie mir danken, indem Sie mir Gesellschaft leisten. Es gibt Champagner. Tut mir leid, ich kann nicht. Ich muss morgen früh zur Arbeit. Also vielen Dank, Mr. Capwell. Oh,
Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Ja, genau so geht's mir auch. Das ist mir klar, aber halten Sie sich vorsichtshalber bedeckt. Nein, ich rufe Sie wieder an. Ich weiß noch nicht, wo ich zu erreichen bin. Wiederhören. Das war das Labor. Der Knopf stammt von einer Polizeiuniform. Ich habe es mit einem meiner Männer zu tun. Also du und ich gegen den Rest der Welt. Das kann man wohl sagen. So ist es. Das ist Seans Auto, glaube ich. Geh vom Fenster weg. Warum denn? Keine Widerrede. Sean ist mein bester Freund, Cruz. Wir können ihm vertrauen. Jetzt hör mal zu. Wenn ich nicht einmal meinen engsten Mitarbeitern trauen kann, dann erst recht nicht irgendeinem... Ich kenne den Mann nicht. Nimm's nicht persönlich. Würdest du jetzt bitte raufgehen und dort warten? Ist gut. Danke. Cruz, wir müssen jetzt wirklich zusammenhalten, nicht wahr? Ja. Verhalte dich ruhig, bis er wieder weg ist. Okay. Geh jetzt. Die Rolle des Sean Morrissey spielt Steve Carlson. Hallo, Cruz. Ah, Dr. Morrissey, was treibt Sie zu mir? Wir hatten doch abgemacht, dass Sie mich Sean nennen. Stimmt, aber Sie sind doch nicht hier, um mich daran zu erinnern. Nein, ich will zu Sandra. Ist sie oben? Sie ist nicht da. Naja, macht nichts. Ich muss auch mit Ihnen reden. Kommen Sie rein. Danke. Und was kann ich für Sie tun? Es geht mich zwar nichts an, aber es wäre besser, Sie würden in Ihrem Fall ohne Sandras Hilfe ermitteln. Warum denn das? Weil ich befürchte, dass sie es letztlich kaum verkraften wird. Was wird sie nicht verkraften? Wir haben schon mal darüber geredet. Sandra ist ein übersensibler Mensch, wie Sie wissen. Darauf nehme ich schon Rücksicht. Ich will Ihnen auch keine Vorwürfe machen, aber ich befürchte ganz einfach, dass das ein bisschen zu viel für jemanden ist, der... so labil ist, verstehen Sie? Hören Sie, Doc, Sean, ich gebe mir mit ihr wirklich sehr, sehr viel Mühe. Ich glaub's Ihnen, aber das nützt dir nicht viel. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich zwinge Sandra nicht. Es steht ihr frei, jederzeit auszusteigen, wenn sie es für richtig hält. Tja, und genau das dürfte das Problem sein. Kommen Sie endlich zur Sache, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Sandra wird es nie für richtig halten, aus dieser Sache auszusteigen. Und wieso nicht? Wissen Sie nicht, dass sie in Sie verliebt ist? Es tut mir unendlich leid. Trotzdem glaube ich immer noch, dass ich nicht ganz im Unrecht war. Aber ich muss zugeben, dass ich falsch damit umgegangen bin. Es war nicht die feine Art. Ich war viel zu unbeherrscht, ich weiß. Was willst du mir wirklich sagen? Ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen an meiner Stelle genau dasselbe gemacht hätten. Du hast erreicht, was du wolltest. Was habe ich schon davon? Hier. Was ist das? Celeste war hier und hat gekündigt. Sie hat diesen Brief für dich hinterlassen. Ich habe ihn nicht geöffnet, bitte. Gott, ich wollte dir nur noch mitteilen, dass ich beschlossen habe, die Notambulanz zu verlassen. Ich werde den anderen Job annehmen und hoffe, dass er mir genauso viel Freude macht. Um die Aufregung, die es hier gab, tut es mir sehr leid. Es ist schon merkwürdig, wie man von der Vergangenheit eingeholt werden kann, selbst wenn man es sich nicht gewünscht hat. Und Heather konnte damit noch weniger fertig werden als wir. Ich danke dir dafür, dass du mir so ein guter Freund gewesen bist. Schade, dass Heather diese Freundschaft nicht akzeptieren wollte, denn ich mochte sie genauso gern wie dich. Sie sollte etwas mehr Vertrauen zu dir haben. Du hast es verdient. Ich wünsche euch beiden viel Glück. Deine Celeste. Lies ihn. Aber er ist doch nicht für mich. Nein, aber er betrifft dich. Wo willst du hin? Mich bei Celeste entschuldigen. Für uns beide. Gefallen? Ich verstehe nicht, warum du dort aufgehört hast. Kennst du Celeste immer noch nicht?
Die Stelle dort anzunehmen war mein größter Fehler. Ich war lange nicht so glücklich, wie ihr vielleicht geglaubt habt. Wieso hast du aufgegeben, statt zu versuchen, die Dinge in Ordnung zu bringen? Dazu ist sie viel zu feige. Hör auf, sie zu piesacken. Kennst du nicht den berühmten Di Napoli-Trick? Wenn es Celeste an den Kragen geht, verschwindet sie, anstatt sich zu wehren. Spiel du dich nur als Moralistin auf. Ich geh schlafen. Sei nicht sauer. Fest steht, es war nicht der Job, weswegen du gekündigt hast. Lass sie zufrieden. Das geht dich nichts an. Es war wegen Scott. Du wolltest ihn zurückerobern. Es hat nicht funktioniert, also hast du den Schwanz eingeknickt. Ich wollte ihn nicht zurückerobern. Ich weiß doch, wie du ihn angesehen hast. Das kannst du doch nicht abstreiten. Oh, bitte, erspar mir das. Du hörst dich schon an wie Emily. Ja, weil ich gerade feststelle, dass diese idiotischen Figuren aus ihren Liebesromanen tatsächlich existieren. Du wirst irgendwann an gebrochenem Herzen sterben, Celeste. Ich finde das überhaupt nicht komisch. Werd endlich erwachsen. Was? Was willst du machen? Jedes Mal weglaufen, wenn du nicht deinen Willen bekommst und immer auf der Flucht vor deinen Gefühlen sein? Ich find's lächerlich, so seine Zeit zu vergeuden. Tu doch nicht so neunmal klug. Wieso nörgelst du dauernd an mir herum? Daran bist du doch selber schuld. Und du wirst es mich nie vergessen lassen, stimmt's? Warum muss ich mein Leben lang für Fehler bezahlen, die ich irgendwann vor einer Ewigkeit gemacht habe? Wahrscheinlich, weil du sie immer wieder machst. Und wie ist es mit deinen Fehlern? Wir reden hier nicht über mich. Vielleicht sollten wir. Auf das, was du vorzuweisen hast, kann man auch nicht unbedingt stolz sein, Lisa. Wenigstens setze ich mich mit meinen Problemen auseinander. Wenn Celeste jemandem wirklich geschadet hat, dann nur sich selbst. Vor 6 Jahren fiel dein Urteil nicht so großzügig aus. Nur heute versuche ich, Celeste zu verstehen, was man von dir nicht gerade behaupten kann. Diese dummen Fehler hat sie deswegen gemacht, weil sie verliebt war, Lisa, und Liebe ist etwas, wovon du nichts verstehst. Na Gott sei Dank. Wenn man bedenkt, wo sowas hinführen kann. 10 Jahre lang hat sie alle Welt zum Narren gehalten, vor allem Scott. Hey, warum hörst du nicht auf, uns alle auf die Folter zu spannen, Celeste? Gib doch zu, dass du ihn immer noch liebst, deinen Scott. Ich liebe Scott. Ja, Lisa. Es ist ganz genauso, wie du gesagt hast. Reicht dir das? Bist du zufrieden? Das frage ich dich. Was ist? Nichts. Bist du jetzt fertig? Ja. Was hat Sean gesagt? Ach, nichts. Ist nichts weiter von Bedeutung. Wir müssen uns beeilen. Cruz, was hat er gesagt? Was ist passiert? Frag nicht. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Danke. Hallo, Sandra. Alles in Ordnung? Ja, ja. Oh, du bist uns wirklich eine große Hilfe, Julia. Vielen Dank. Das mache ich doch gern. Julia hat dafür gesorgt, dass du so lange in dem Haus meiner Schwägerin wohnen kannst. Und glaub mir bitte, dort kannst du dich absolut sicher fühlen. Kelly ist mit Eden nach Paris gefahren. Das Haus steht leer. Den Eindruck muss es auch weiterhin erwecken. Bist du einverstanden? Ja, ich habe nur überlegt, Wir wollen besser keine Zeit verlieren. Ich schlage vor, dass ihr beide gleich losfahrt und ich komme dann nach. Ja, gut. Okay? Cruz, erzähl es mir. Da gibt es nichts zu erzählen. Lassen wir es gut sein. Du lügst. Wieso tust du so etwas? Die sich einmal mit Blut und Schuld befleckt haben, werden sich auch durch gute Taten nicht davon reinwaschen können. Thank you.
vollkommen unwichtig, was ich für Scott empfinde, weil ich nicht den geringsten Einfluss darauf habe und nichts tun kann. Das verstehe ich nicht. Wie oft soll ich dir das noch erklären? Scott ist verlobt, er ist nicht frei. Das wäre für mich kein Hinderungsgrund. Soll das ein guter Tipp von dir sein, oder was? Der Mann, den ich mir wünsche, liebt eine andere Frau. So einfach ist das. Naja, wie ich dich kenne, gibst du die Hoffnung auf und gratulierst den beiden zu ihrem Glück. Ganz genau so ist es. Dachte ich's mir. Du verdienst doch keinen Mann wie Scotty. Jetzt übertriffst du dich selbst, Lisa. Du bist ein Miststück. Ich weiß gar nicht, was du willst. Wenn Celeste so unendlich tief für jemanden empfindet, soll sie sich durch nichts davon abhalten lassen. Schon gar nicht von einer anderen Frau. Und ich sage euch noch etwas. Wenn man im Leben seine Ziele erreichen will, wird man immer dafür kämpfen müssen. Es ist nicht so einfach, wie du behauptest. Es könnte gar nicht einfacher sein, behaupte ich. Nicht, wenn es noch um die Gefühle anderer Menschen geht. Oh, Mutter Teresa hat gesprochen. Seit wann hast du Probleme damit, die Gefühle anderer Leute zu verletzen? Hast du schon vergessen, was du uns angetan hast? Hör doch auf, Lisa. Das ist vergangen und vorbei. Nicht für mich. Für mich auch nicht. Aber was euch angeht, wisst ihr, das ist etwas völlig anderes. Oh, sicher. Alles klar. Ist schon in Ordnung, solange es nur um die eigene Familie geht. Nein, es ist nicht in Ordnung, aber vielleicht zu verstehen. Du darfst nicht vergessen, dass ich damals noch sehr jung und sehr naiv war. Ah, ja, richtig. Das entschuldigt natürlich alles. Das wollte ich nicht sagen. Ich werde mir selbst niemals verzeihen, was ich euch zwei angetan habe. Uns drei, meinst du? Hört auf. Ich werde diesen Fehler nicht wiederholen. Entweder ich hatte zu lange gewartet oder ich bin zu früh gegangen. Aber dieses eine Mal, diesmal ist mein Timing perfekt. Dann wünsche ich dir mit deinem Timing viel Erfolg. So, da sind wir. Du wirst dich hier wohlfühlen. Na, gefällt es dir? Sandra, hey! Was hast du denn? Bist du so überwältigt? Nein, ich hatte eben das Gefühl, ich bin schon einmal hier gewesen. Da irrst du dich sicher. Ja, ich glaube, du hast recht. Vielleicht ein Déjà-vu-Erlebnis. Ja, das passiert mir häufig, nur es war diesmal ungewöhnlich real. Na, das scheint dich ja überaus angenehm zu berühren. Ja, das kann man wohl sagen. Es hat mir Hoffnung gemacht. Na, fabelhaft. Unter diesen Umständen wirst du dich hier ganz besonders wohlfühlen. Ja, zumal ich auch noch weiß, dass Cruz mir zur Seite stehen wird. Er ist wirklich ein guter Polizist. Ach, weißt du, das ist ganz und gar unwichtig. Selbst wenn er nur Milchmann wäre, hätte ich ein sicheres Gefühl bei ihm. Milchmann? Wie meinst du das? Ach, es ist ganz einfach Schicksalsmacht. Wieso Schicksal? Ich meine Cruz und mich. Weiß, dass es seine Bestimmung ist, mich zu beschützen. Wahrscheinlich klingt das verrückt, selbst aus meinem Mund. Verrückt ist wohl etwas übertrieben, würde ich sagen. Es gibt für uns alle eine Vorsehung. Ich meine, wir beide, Cruz und ich, wir sind füreinander bestimmt. Ja, so etwas wie ein Schicksal gibt es zweifellos. Ich glaube auch an die Vorsehung. Nur, es gibt auch die Kraft des eigenen Willens, die den Menschen dazu befähigt, sein Schicksal mitzubestimmen. Habe ich nicht recht? Ja, das mag sein. Aber gewisse Dinge sind einfach nicht zu ändern und das ist auch gut so. Sandra, ich glaube, du solltest nicht zu viel in die Geschichte zwischen dir und Cruz hineininterpretieren. Was meinst du? Ich möchte, dass du vorsichtig bist. Ich weiß, dass Cruz dich beschützen wird. Ganz bestimmt wird er das. Ja. Willst du mich nicht reinbitten? Ich weiß nicht, ich bin mir nicht so sicher. Ich kann auch morgen wiederkommen. Nein, nein. Komm rein, bitte. Danke für deine Zeit. Ich hätte dir den Brief persönlich übergeben sollen. Also, ich muss zugeben, damit habe ich nicht gerechnet. Nein? Womit hast du überhaupt gerechnet? Das kann ich dir nicht sagen. Heather hat ihn auch gelesen. Ach, nun, damit habe ich wiederum nicht gerechnet. Ich habe ihr den Brief gegeben. Wenn du es so wolltest. Und wie hat sie reagiert? Ich weiß es nicht. Ich bin kurz darauf weggegangen. Ach, ich brauche bloß das Fenster zu öffnen, um ihre Begeisterungsrufe zu hören.
War nur ein Scherz. Wieso hast du ihr den Brief gegeben? Ich wollte, dass Heather endlich versteht, wie es wirklich war. Deswegen. Ach ja, und wie ist es wirklich gewesen? Warum bist du hier? Celeste, ich muss dir etwas gestehen. Ich bin Sandra. Ich habe schon die ganze Zeit auf dich gewartet. Was hat denn so lange gedauert? Ich bin wieder da. Darf ich reinkommen? Aha. Mason? Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.